Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Zeitreise hier bei Anno 1602. In der History Edition heute mit der 68. Folge, so rum. Vorproduziert am 21.10. Und ich switche raus aus dem Pausenmodus. Ich switche nicht raus aus dem Pausenmodus, aber jetzt. Nee, hallo, wo ist meine Maus? So, zack. Entschuldigung, ich habe schon mal gerade die gestrige Folge in die Renderschleife gegeben und mir dabei schon Gedanken gemacht, ob wir das wirklich hier mit so einer Operationsbasis machen wollen. Und ja, verdammte Axt, wir werden das so machen. Ich finde, es macht einfach Sinn. Kann ich sagen, oder? Moment, mach mal so. Dann nimmst du hier noch Stoffe schon mal mit. Es macht Sinn in dem Sinne, so finde ich zumindest immer noch, dass wir hier gleich mehrere Schiffswerften ranbringen können und einen kürzeren Weg für die Reparatur haben, wenn wir denn welche zur Reparatur rausziehen. Denn wie gesagt, es würde, denke ich, auch sich gut ergeben, wenn wir hier zuerst angreifen und dann versuchen, seine Schiffe hier rauszupicken, beziehungsweise er wird vielleicht auch schon von selbst angedüst kommen. Das müssen wir mal gucken. Da habe ich schon gesehen, verhält sich die KI ein bisschen unterschiedlich. Aber so hätten wir halt einen relativ kurzen Weg zur Reparatur und könnten relativ schnell wieder einsatzbereit sein. Und jetzt sagt mir bitte noch, dass hier noch Erz drauf ist und dann auch wirklich mal eine tiefe Mine. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Überprüft eure Handelsrouten. Ich hoffe, dass die Feuerwehr stehen bleibt. Machen wir auf schnell. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Ist schon ein ganzes Weilchen her, dass hier ein Vulkan ausgebrochen ist, möchte ich meinen. So. Zack. Was wächst hier? Zuckerrohr, Tabak und wir haben keins von den Gedönse. Wir versuchen so viel wie möglich von der Insel abzugreifen. Ja, setz mal hier hin. Kommst du nochmal hier hin? So. Die wird doch gleich umbenannt in Operationsbasis. Ich mach mal OP-Basis. Ich glaube, Operation ist dann doch zu lang dafür. So, erstmal Baumaterial, bevor du Stoffe raufballerst. Dann machen wir hier. So. So. Tut mir leid, liebe Hörscher, aber ihr müsst weichen. Machen wir hier eine ganze Reihe an Marktplätzen, damit wir ein bisschen Stauraum haben. Da fehlt mir schon an Holz. Kannst du gleich mal anfangen, hiervon weiter abzuladen. Dann gehst du gleich mal wieder hier hin, denn da haben wir noch Holz auf Vorrat. So, außerdem, hier haben wir ja mittlerweile wieder Holz. Zack. Wie sieht es hier mit den Kanonen mittlerweile aus? Semi-gut. Machen wir trotzdem mal, damit es schneller fertig gebaut ist. So. Dann wollen wir aber noch einmal den Kontor ausbauen. Ah, ich muss da Kanonen holen, verdammt. Die große Werft bitte. Eine. Zwei. Jetzt fehlt mir dafür Holz. War ein bisschen doof, dass ich die so eng beieinander gesetzt habe. Baustoffe. Zack, zack. Ist einmal hier noch mit. Dann noch damit. Solange bis voll ist. Und dann nochmal Holz. So. Ja, war doof, dass ich so nah beieinander gebaut habe, weil ich muss ja hier irgendwo noch Platz für die Kanontürme haben. Dann zimmer ich das jetzt hier auf der Seite mit Kanontürme zu. Dann versuche ich hier noch zwei Schiffswerften hinzuquetschen und zimmer dann auf die andere Seite zu. Was zur Hölle machst du hier? Das ist nicht dein Ernst. Dieser Wicht. So, warte mal. Abladen, 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 abladen. Viel wieder. Kannst von allen Sachen. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. So. Na gut, wir könnten theoretisch sogar noch mehr, wenn wir wollten. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Das ist grundsätzlich gut, mein Kumpel. Wie viele Kanonen haben wir hier? Gerade mal 10. Ach je. Puh. Macht das Sinn, Kanonen einzukaufen? Was verkaufst denn du hier? Selbst war freilich keine Kanonen. Hm. Das hält mich jetzt ziemlich lange in meinem Plan auf. Finde ich jetzt doof, oder? Ich muss darauf verzichten. Warte mal. Die kosten keine Kanonen, aber da konnte man noch Leute drin verschanzen. Und ich glaube, die konnten sogar schießen, ne? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Ich lasse es lieber. Hier, Mauer. Überprüft eure Handelsrouten. Damit die hier nicht landen. Das Schöne ist ja, das kann man auch relativ schnell ersetzen durch Kanonentürme. So. Bist du jetzt? Nee, noch nicht. Und dauert denn das so lang? Mal einmal rum. Ah, ihr habt natürlich einen Fehler gemacht. Hier kann der Feind jederzeit landen, wenn er möchte. Und jetzt werden wir wahrscheinlich nicht nur den Außenposten hier bauen, sondern wir werden auch zwangsläufig auf den wichtigsten Inseln noch wenigstens eine Mauer drum ziehen. Wenigstens das. Ja, ohne Mauer ist halt ein bisschen schwieriger. Ah, das wird ein Ziel. Schiffsreparatur beendet. So, so. Das ist gerade ein gutes Timing, dass sie beendet ist. So, du kommst mal dahin. Falsche Insel. Ja. Sind mittlerweile ausreichend dran. Nein, sind sie nicht. Eine Kanone fehlt noch. Aber gut, wenn wir schon mal gerade hier sind, können wir doch mal hier weiter Mauern ziehen. Oder erstmal anfangen mit Mauern ziehen, sagen wir es so. Das Schöne an den Mauern ist ja, die müssen erstmal weggeschossen werden. Wenn er dabei ist, die hier anzugreifen, die Insel, kriege ich ja schon mal A, die Meldung. Ey, Alter, deine Mauern, die werden gerade ein bisschen angekratzt hier. Und in dem Moment, wo er die weggeschossen hat, kann ich sie direkt wieder nachbauen, so wie er das bei uns immer macht. Und während das so ist, kann ich dann hoffentlich, weil ich dann gerade dazu in der Lage bin, ein paar Schiffe rüberschicken und dem sein Schiff versenken. Oder mehrere Schiffe. Ja. Zum Glück haben wir hier eine eigene Steinproduktion. Ah. Oh, das kann mittlerweile weg. Denn hier ist ja leider auch die Erzader hinüber. Das ist wirklich schade. Aber gut, ist halt kein Endlosspiel. Ich glaube, im Endlosspiel ist die Wahrscheinlichkeit auf viele endlose Vorkommen höher. Jetzt haben wir ausreichend. So. Ihr kommt da bitte auch hier hoch. Wie viele haben wir denn hier mittlerweile? Ah, immer noch zu wenig. Baustoffe, du nimmst Dinge mit. Davon nicht wenig, alter Schwede. Alles klar, brauchen wir auch. Wird ganz schnell alle sein. Eure Handelsrouten. Ich überprüfe gar nichts. Zack. Hallo, Rechtsklick. Hallo. Jetzt so. Hat nicht reagiert. So, aber hier brauchen wir nicht mehr viel, bis die Insel dicht ist. Und dann können wir die Ziege schon mal rüberfahren nach der dritten Stadt. Ich habe übrigens noch keinen Namen dafür. Und ich muss mal langsam gucken, wie es der dritten Stadt geht, ne? Wegen den Vorräten. So, mal durchgezogen. Können wir hier noch irgendwo? Müssten wir hier noch irgendwo? Wir könnten sogar die Werft hier ein bisschen abdecken. Auch interessant. Dann ist sie nicht von allen Seiten angreifbar. Ah, sieht doof aus, ne? Das ist dann für den Statthalter von Minas Tirith. Wenn er merkt, jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei, dann springt er. So, letzte Force ist aber ein bisschen was hier drauf und jetzt fahren wir hier hin. Dann übernehmen wir uns mal einen Namen dafür. Siedler an sich sind noch nicht alle aufgestiegen, sind aber alle in der Lage dazu. Darauf hatten wir ja geachtet, ne? Oh, doch nicht. Ach, herrje. Hatte da fabriziert. Alles klar. Ach, da habe ich es nur gemacht, damit der Häuserblock vollständig ist. Ach, hier fehlen Werkzeuge. Na, Moment. Die holst du mal eben noch von hier drüben. Hallo, gibst mir auch mal einen Befehl? Nicht Befehl, eine Befehlsanerkennung? Kommt kein Befehl. Also hier, kein Ei-Captain oder sowas. In die Wanden. Sowas meinte ich. Ja, genau. Genau so was meinte ich. So. Zack, zack. Nimmst du Werkzeuge mit. Überprüft eure Handelsrouten. Und dann düst du damit mal hier rüber. Ziegel haben wir hier zuhauf, das ist kein Thema. Holz ist viel zu viel da sogar mittlerweile. Ach so, apropos Holz. Die Fläche könnte man dann noch zur Not wieder für Nahrung nehmen. Boah, der kauft hier ziemlich viel auf, ne? Boah, du bist aber schnell da. Ach ja klar, das ist ja gleich die Nachbarinsel eigentlich, stimmt. Och, nö. Und wieder die Stoffelinsel. Was will der immer mit meinen Stoffen? Soll er sich die Stoffe vom Nachbarn holen, der sie bei mir gekauft hat? Dann habe ich wenigstens noch was davon. Arschkeks. Entschuldigung. So, Kanonen, wie sieht's aus? 14 Stück, super. Das war die falsche Waffe. So. Ja, ich meine, machen wir es wie bei 5. Karibik. Schießen wir statt mit Kanonen einfach mit Besteck. Setzt neuen Kurs. Dann macht man hier eine Schneiserin. Setzt die Vorsegel! Ei, ei, Captain! Ankerlichten! In die Wand! Setzt die Vorsegel! Ei, ei, Captain! Bitte? Aha. Ankerlichten! Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht reicht es doch langsam. Vielleicht. Aber ich bin so unsicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eventuell. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Mit der Formation müsst ihr nochmal üben. Geil sieht's ja schon aus, ne? Ich hoffe ja, dass der einfach hier automatische Routen jeweils hier drin hat und keine Patrouille und deswegen halt hier immer durchballert und versucht seine Routen zu fahren. Dann könnte ich nämlich erstmal die abgreifen, die immer hier um den Kreis fahren, also im Kreis fahren. Ich fahre ja immer hier hoch und dann hier runter und dann wieder hier. Dann kann ich mir erstmal den Teil der Flotte schnappen. Schiffsreparatur beendet. Und dann würde ich mir den Rest der Flotte hier schnappen, indem ich mich irgendwie hier so postiere oder so. In dem Dreh. So, ist beendet, das ist gut, dann kannst du mich weiterfahren. So, wir gucken nochmal. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, tatsächlich. Was sagt unsere Bilanz? Wir sind hier bei 5.300, 6.300. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Wir haben eigentlich ein echt sehr gutes Plus. Aber ich habe viel zu wenig Kanonen. Ich probiere es mal. Einkauf. Kanonen. Aber hier, wie gesagt, nicht 30 Tonnen. Na, 20. Machen wir hier 20. So. Halt. Eins zurück. Einkauf. Zack. Kanonen. Auch 20. Die sind jetzt nicht günstig, ne? Wo, wir haben es gerade. Komm mal, 30. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja. Let it burn, baby. Machst ja auch nochmal 30. Also ich bezweifle, dass wir sie kaufen können. Boah, komm schon. Warum kannst du jetzt hier nicht auf 30 gehen? Alter. War das irgendwie steuerbar mit der Tastatur? Überspringt mir einfach die 30 Sekunden. Lass mal jetzt ja 31 stehen, ist mir jetzt egal. Mann. Okay, weiter Mauer bauen. Während ich aber auf beschleunigt halte. Überprüft eure Handelsrouten. Damit mir der Kollege immer wieder sagen kann, dass ich meine Handelsrouten kontrollieren soll, überprüfen soll. Das hat er ja nichts zu tun, ne? Können wir ja nicht verantworten. Oh, jetzt fehlt es mir wieder an Ziegel. Okay. Apropos Ziegel. So. Hier werden wir verdammt viele Ziegel brauchen. Ich habe mich gerade gewundert, warum da der Weg einfach mittendrin endet, aber habe dann gesehen, dass hier unten der Marktplatz steht. Oh. Hauptsache, er kann hier nicht landen, ne? Sollte hier eigentlich nicht funktionieren. Hier kann es funktionieren. Ach, hier geht's? Interessant. Es bricht ein Vulkan aus. Wo? Alles klar. Wir machen hier weiter. Stimmt, hier waren einige, die nicht aufsteigen konnten. Falsches Haus. So. Du hast kein Wirtshaus. Okay. Ja gut. Dann ist die Stadt jetzt voll aufgewertet. Alle Siedler, die aufsteigen konnten, sind aufgestiegen. Und warten wir noch eben, dass das hier voll wird. Dann gehen wir da nochmal eins drauf. Zwischendurch noch gucken, ob wir jetzt Kanonenuhr plötzlich haben. Tatsache. Der verkauft uns Kanonen. Ja, lol. Das finde ich ja gut, finde ich das. Hier hoch? Ah, noch nicht so wirklich. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, vielleicht hat er mal so eine Maximalmenge pro Inselwelt. Innerhalb von einer Spielstunde oder so, keine Ahnung. Okay, wir können weitermachen. Während die Kanonen rankommen. Hoffentlich. So. Hier unten. Hier sind wir stehen geblieben. Ach komm, was soll's. Pack ich halt Holz. Ah, da habe ich jetzt gerade gesehen, ne? Habe ich total vergessen mal wieder. Das Denkmal. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Ich genieße einfach diese Meldung. So, du kannst nochmal Ziegel abladen. Die Insel. Du fährst bitte mal dahin. Jetzt dachte ich gerade schon, das steht schon die ganze Zeit. Eins, was ich vergessen habe, auszurüsten. 24 Tonnen. Ist ja der Hammer. Finde ich ja gut. Warum hat ihr das nicht schon früher gemacht? Ich weiß es nicht. So. Die 14. Kannst du gleich mal hier hochdüsen. Das sind Schiff Nummer 16. Setz die Vorsegel! Ah, ich glaube, hier kriegen wir keine ran. Aber ist nicht schlimm. So. So. 16, 17, 18, 19. Oh. Gucken, ob das endlich reicht. Auf jeden Fall sieht unsere Bilanz jetzt deutlich besser aus. Deutlich. Das war ja vorher ein Graus, was das war. Ich glaube, du kannst nochmal Ziegel holen gleich, oder? Oh. Da kannst du gleich. Aber erstmal verbauen wir hier noch ein bisschen was. Dass du nochmal abladen kannst. Ah, Moment. So. Aber ich meine, wenn schon, denn schon, ne? Ist alles ziemliche Friemelarbeit. Muss ich ja mal stehen. Komm, soll er sich hier durch den Berg nagen, ganz ehrlich. Mann. Jetzt möchte ich mal eine Sache ausprobieren. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das geht. Dass man erst so eine Anlegestelle dahin setzt, um halt dieses Loch hier auszufüllen. Weil ich finde das echt... Bäh. Diese ganze verzweigte und verzwickte hier. Oh, ich habe einige Schwachstellen in der Insel. Dann haben wir wenigstens noch ein kleines bisschen mehr Stauraum hier für die Vorräte. Ja, die müssen ja auch erstmal aufgebraucht werden, auch wenn sie ziemlich schnell weg sein werden, bestimmt. Eure Handelsrouten. Überprüf hier nix. Oh, jetzt sind wir soweit. Okay. Du lädst nochmal Ziegel ab. Und dann fährst du schon mal hier hin. Dich müssen wir noch ausrüsten. Jawohl, Timing. So. Zack. Ah, minimal sind unsere Einkaufskosten gestiegen, aber ich... Hab so das Gefühl, dass wir vielleicht doch keine Kanonen gekauft haben. Oh, doch. Ah, nee, doch nicht. Nee, das wird das Erzgewesen sein, nichts anderes. Wie sieht es hier aus mit der Versorgung? Ja. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Ach, das geht jetzt schon ziemlich fix, ne? Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Es geht definitiv ziemlich fix. Aber auch gerade genau die richtige Anzahl auf Lager. Dann düster mal eben rüber, mein Freund. Und das Schöne ist, wie ich gerade sehe, wir haben Werkzeug hier auf Maximum. Das heißt, das Eisen wird jetzt auch wieder verwendet, um mehr Kanonen herzustellen. Kommen Sie mal ruhig da oben. So. Kleine Flotte ist ja langsam. Eine kleine. Und im Vergleich zu der vom Roten sind wir vielleicht langsam gleich stark. Er hat nämlich auch viele Handelsschiffe, habe ich gesehen. Genau, ein kleines Kriegsschiff. Und es ist die Frage, ob er überhaupt alles maximal ausgerüstet hat. Das ist ja auch noch so eine Überlegung, ne? So, wie sieht es denn aus, Kumpel? Was brauchst du denn alles? Ich brauche angeblich keine Nahrung mehr. Ja, doch, das kann hinhauen, weil ich verkaufe sehr viel Nahrung. Dann würde ich doch sagen, drehen wir ihm erstmal langsam auf den Zapfhahn ab hier. Achso. Ach doch nicht, gut. So, zack, 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 zack. So. Woanders habe ich jetzt nichts mehr verkauft, oder? Hier nicht. Da auch nicht. Ebenso nicht. Gut. Ah, diese ganzen kleinen Kackinseln, ne? Da wird er doch bestimmt angreifen, wenn er aktiv werden sollte. Ja, habe ich nichts im Verkauf gehabt, oder? Ne, habe ich schon rausgenommen. Gut. Ach, ja klar. Hier brauchen wir natürlich noch mehr Holz und noch mehr Stoffe. Das können wir ja so nicht machen hier, ne? ...90 ist hier das Maximum. Ah, da passen noch ein paar Märkte hin. Wo bist denn gerade? Du bist da oben, das ist sehr praktisch. Viel zu wenig Holz auf der Insel, viel zu wenig. Dann fährst du das erstmal dahin. Wo bleibt das ganze Holz? Um Alter, ist das schon wieder alles verbaut? Na ja, gut, wir schmieden auch noch, ne? Also, ja. Haben jetzt auch wieder ganz viel Werkzeug gebraucht. Ja, okay. Ist ja okay. Ich höre schon auf. Alles gut. Hier ist aber noch schön viel Holz. Okay, genau, dann passt das. Du lädst bitte... Was mache ich hier? So, du lädst bitte hier Stoffe ab. Aber wir bauen vorher noch mal ein paar Marktplätze, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Einmal drehen, bitte. So, natürlich geht da noch was. Oh, wenn ich Holz hätte. Hier ist zu wenig, aber hier liegt was auf Vorrat. In der Zeit könnten wir hier mal weiter die Mauer ziehen. Oh, da habe ich aber einen groben Fehler, wie ich gerade sehe. Da hätten sie schön reinspazieren können. Ich bin so gespannt, was die KI machen wird, ne? Vor allem, wenn es so ein wirklich so ein Zwei-Phasen-Krieg wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er relativ schnell dann einen mächtigen Schub nach oben bekommt und mit diesem Schub nach oben wird er dann auch in die Offensive gehen. Ernsthaft? Überprüft eure Handelsrouten. Gebt Preis. Ah! Ich hasse diesen Bug, verdammte Axt! Ach! Was das Schiff muss da umbenennen. Hallo? Ah, ja. Dritte Stadt. Ja, fahren wir eben auf die Schnelle hier rüber. Auf die Insel, wo wir kaum noch Holz haben. Baustoffe schon da? Baustoffe schon da. Sehr schön. Dann machst du dein Lager jetzt so voll wie möglich mit Holz. Da kommt gleich noch welche. Hab ich doch gesagt. So. Ist der schon da? Nein. Oh, er braucht jetzt ein kleines Weilchen. Wer bist du? Du musst noch bewaffnet werden. Dauert auch noch ein kleines Weilchen. Schade. Wäre echt cool gewesen, wenn wir hätten einkaufen können. So. Und trotzdem, wie zur Hölle nenne ich jetzt diese Stadt? Cresco. Komm, sind wir ganz, ganz kreativ. Wir nennen sie Musterstadt. So. Weil die sieht so geplant aus, ne? Die sieht wirklich sehr, sehr geplant aus. Zwar nicht perfekt, will ich jetzt nicht sagen, aber halt sehr geplant. Gut. Dann Nutshell kann ich noch nicht ausrüsten, klar. Sieht hier unten mit den Kanonen aus. Schiffsreparatur beendet. Da kannst du eigentlich schon wieder das nächste Schiff in Auftrag geben. So. Einmal auf die falsche Taste geklickt, ne? So, du kannst wieder losdüsen. Oh, Tabak sieht nicht ganz so freundlich aus. Ich ziehe gerade aus zwei Gründen die Augenbrauen hoch. Der erste Grund, wir haben jetzt hier echt eine Lagerkapazität von, 500. Und zweitens, mein Timer hat schon wieder klingelt. Ist doch schon wieder eine Sauerei, ist dies? Überprüft eure Handelsrouten. Okay. Das mit dem Tabak sieht mir komisch aus. Tabak. Ja. Er hat gerade nur 10 Tonnen gebracht. Ach ja, wir hatten ja zweimal Tabak. Hier hat dann nochmal jemand Tabak geholt gehabt. War das jetzt der hier für die dritte Stadt? Ja. Hm. Dann werden wir wohl doch nochmal aufrüsten müssen hier. Das wird sich wohl leider nicht vermeiden lassen, dass wir nochmal ein bisschen an Tabak drauf geben. Kleines bisschen nur, so 2, 3 Produktionen nur noch. Das könnte dann schon reichen. Immer hier hin. Oh, wunderbar. So. Stoffe ist zu viel. Oh, ich krieg einfach kein Holz ran hier, verdammte Axt. Okay, es war ein Wortspiel, ich weiß. Aber Mann, ich bin da schon drüber. Pause und ja, also ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut einfach morgen wieder rein. Ciao.